Hallo Freunde der bunten Klemmbausteine und willkommen zum Stein auf Stein Jahresrückblick 2021. In ein paar Tagen neigt sich das Jahr schon wieder dem Ende zu und so möchte ich mit euch zusammen noch einmal auf ein paar Highlights der vergangenen Monate zurückblicken. Auch in diesem Jahr starten wir unseren Rückblick mit einem Set aus der Modular Building Reihe. Und so erschien pünktlich am 1. Januar die Polizeistation. Natürlich fand auch dieses Modell einen Platz an der Brick Avenue und wurde somit Teil des Stadtkerns der Lego World. Ebenfalls traditionell zum Jahresbeginn erschienen zwei weitere Sets in der chinesischen Neujahrsreihe und mit dem Frühlingslaternenfest für mich eins der schönsten Sets in diesem Jahr. Im Februar versetzte uns Lego mit der mittelalterlichen Schmiede ein wenig in alte Zeiten zurück. Ich jedenfalls fühlte mich beim Bau dieses Sets aus der Ideas-Reihe in die Zeit der Ritterburgen und Piraten zurückversetzt. In Sachen Lego World schritten unterdessen die Arbeiten an dem Campingplatz weiter voran. Ein weiteres Highlight im Februar war für mich der Lego Creator Porsche 911. Der besondere Clou bei diesem Set ist hier die Möglichkeit, den Sportwagen in der Targa-Version oder als Porsche Turbo zu bauen. Im März gab es in unserer Lego World jede Menge zu tun. Und so gestalteten wir den Bereich am Brick Mountain neu. Am Fuße des Berges entstand der Wanderweg, über den die Bewohner der Stadt zukünftig zum höher gelegenen Winterdorf gelangen. Ebenfalls im März erschien mit dem Lego-Set Winnie Pooh ein weiteres Modell aus der Ideas-Reihe. Neben der Behausung unter einer großen Eiche haben mir hier besonders die liebevoll gestalteten Minifiguren von Winnie Pooh und seinen Freunden gefallen. Der April stand ganz im Zeichen unserer Zuschauer. Neben einer Roomtour und einem Gewinnspiel baten wir euch um eure Ideen und Vorschläge. Denn unterhalb unserer Stadt sollten in den nächsten Monaten weitere Bereiche entstehen. Mit dem Hashtag Untergrund gab es zudem die Möglichkeit, eine original Stein auf Stein Minifigur zu gewinnen. Ebenfalls im April schickte uns Lego mit der NASA Discovery ins Weltall und ein weiteres Creator-Set wanderte in meine Sammlung. Natürlich gingen auch die Arbeiten an der Lego World weiter und so bauten wir Teile des Brick Beach und der Eisenbahnbrücke weiter aus. Im Mai konnten wir euch dann gleich zwei wichtige Dinge verkünden. Zum einen, dass wir ab sofort von Lego unterstützt werden und der YouTube-Kanal Stein auf Stein seitdem ein offizielles Lego-Fanmedium ist. Und zum anderen natürlich die Gewinner des Gewinnspiels und die vier zukünftigen Untergrundprojekte in der Lego-World. Und so begannen wir auch umgehend mit dem Bau des ersten Projektes, der Ausgrabungsstätte.
Mit den sinkenden Corona-Infektionszahlen im Juni gab es nun auch endlich wieder die Möglichkeit, Lego-Fanausstellungen zu besuchen. Und so durften wir ein weiteres Mal auf der Bricks am Meer-Ausstellung in Bad Zwischenahn zu Gast sein. Im heimischen Lego-Keller gingen derweil die Arbeiten am Brick Mountain weiter. Zusätzlich gab es wie immer auch einige Speedbuild-Videos auf meinem Kanal, wie etwa für das Creator 3-in-1 Riesenrad, der mittelalterlichen Burg oder der Schreibmaschine aus der Lego Ideas Reihe. Mit dem Start der zweiten Jahreshälfte begannen auch die ersten Arbeiten am zweiten Untergrundprojekt, dem Geisterbahnhof. Ebenfalls im Juli statteten wir der Lego-Dauerausstellung Bunte Steine, tolle Welten in Hamm einen Besuch ab und durften in Rüsselsheim auf der Born to Brick 2021 zu Gast sein. Mit dem Taj Mahal kam ein weiteres Modell der Architecture-Reihe in den Handel und im Themengebiet Creator brachte Lego den T2 Campervan von Volkswagen heraus. Im August besuchten wir das Lego-Haus im Herzen von Billund. Neben einer Tour durch das Haus durfte natürlich auch ein Shoppingbesuch im Store nicht fehlen. Mit der Lego World Folge 122 beendeten wir auch die Arbeiten am zweiten Untergrundprojekt, dem Geisterbahnhof. Ebenfalls im August durften wir euch vorab den Lego Creator Pickup Truck in einem Review vorstellen. Auch in diesem Jahr fand bereits das 10. Mal der Berliner Steinewahn statt. Und wie bereits in den Vorjahren gab es wieder unzählige Mocs und Modelle zu bestaunen. Ebenfalls im September gab es mit der Brixenburg 2021 eine weitere Lego-Fanausstellung. Und natürlich gab es auch hier im entfernten Luxemburg haufenweise bunte Steine zu bestaunen. Den Bewohnern unserer Lego-World spendierten wir durch den Umbau der Campinganlage einen Minigolfplatz. Auf 8 unterschiedlichen Bahnen darf hier nun nach Herzenslust das Eisen geschwungen werden.
Im Oktober besuchten wir zwei weitere Lego-Fanausstellungen und so durften wir im schweizerischen Arbon auf der Steinchenwelt zu Gast sein. Mit dem Besuch der Bricks and Friends Ausstellung in der Motor World Köln bekamen wir ein weiteres Mal großartige Modelle und Schaustücke zu Gesicht. In der heimischen Lego World bauten wir derweil am Straßenlayout der Brick Avenue weiter. Mit dem Modell einer Fender Stratocaster Gitarre brachte Lego nach dem Klavier ein weiteres Musikinstrument auf den Markt. In der Lego World stand der November ganz im Zeichen des dritten Untergrundprojektes, der Kanalisation. Und so durfte neben ein paar Arbeitern und allerlei Unrat dank der Zuschauer auch ein Krokodil mit in den Untergrund einziehen. Mit der Bricking Bavaria in Friedrichshafen und der IDS Brick World im nordrhein-westfälischen Fehlen besuchten wir zwei weitere Lego-Ausstellungen. Im November brachte Lego mit der Titanic den bisher größten Bausatz auf den Markt. Auch wir haben das Creator Set gekauft und über die Feiertage mit dem Bau des Schiffes begonnen. Und damit wären wir auch schon im Dezember angelangt. In der Adventszeit bauten wir in unserer Stadt die Eisenbahnstrecke weiter aus, ließen über den oberen Streckenabschnitt einen Zug fahren und errichteten eine kleine Baustelle. Auf dem Kanal gab es mit dem bisher größten Lego Ideas Set, Home Alone, und dem Schlitten des Weihnachtsmannes weitere Speedbuilds zu sehen. Das war der Stein auf Stein Jahresrückblick 2021. Es gab natürlich noch viele Highlights in Sachen Lego, die wir hier gar nicht alle aufzählen könnten. Und deshalb die Frage an euch da draußen: Was waren eure Highlights oder welche Dinge haben euch überhaupt nicht gefallen in diesem Jahr? Zum Schluss noch ein paar persönliche Worte von uns. Zuerst einmal möchten wir uns bei allen Zuschauern und der großen Lego-Community bedanken. Wir durften auch in diesem Jahr wieder viele außergewöhnliche und nette Menschen kennenlernen, die ebenfalls das gleiche Hobby der bunten Klemmbausteine teilen. Deshalb bleibt bitte alle gesund und kommt alle gut ins neue Jahr 2022.